Wir beobachten die verschiedensten Arten von Beziehungen auf der ganzen Welt. Aber wüssten Sie, dass Beziehungen auch in der Welt des Dokumentenmanagements existieren? Sehen wir uns das einmal genauer an. Emphas kennt sich bestens mit Matchmaking und Beziehungen aus. Immer wenn Sie Informationen in Emphas speichern und diese beschreiben, erstellt Emphas automatisch Kontextverbindungen und Beziehungen. Mit Hilfe dieser Beziehungen können Sie zwischen Informationen hin und her springen und sämtliche Verbindungen einsehen, die zu einer Information bestehen. Es kann natürlich auch vorkommen, dass Sie manuell Beziehungen, zum Beispiel zwischen zwei Dokumenten, erstellen möchten. Auch das möchte ich Ihnen gleich erklären. Aber schauen wir dazu zunächst auf folgendes Szenario. Nehmen wir einmal an, Tina und Kimberly arbeiten an internen Anweisungen für standortfernes Arbeiten. Und Andy hilft ihnen dabei, indem er nützliche Informationen zusammenträgt. Er erstellt ein Dokument mit allen Informationen, die er zusammengetragen hat. Muss es aber nun mit dem verknüpfen, woran Tina und Kimberly arbeiten. An dieser Stelle kommt das Beziehungen-Dialogfeld ins Spiel. Dieses Dialogfeld können Sie sich in etwa so vorstellen wie einen Einkaufswagen im Supermarkt. Sobald Sie das Dialogfeld geöffnet haben, können Sie Emphas navigieren und nach den Dokumenten suchen, die Sie verknüpfen möchten. Das Dialogfeld bleibt Ihnen dabei immer auf den Fersen. Das ist besonders dann hilfreich, wenn die benötigten, gewünschten Dokumente nicht direkt auf Ihrem aktuellen Bildschirm vorliegen. Und das war's auch schon. Kimberlys und Tinas Dokument bleibt weiterhin das einzig Relevante, aber Sie können auch auf Andys Nachforschungen zugreifen. Wäre doch nur alles im Leben so einfach. Hier klicken, dort klicken, fertig, vielen Dank. Wenn Sie eine manuell erstellte Beziehung bearbeiten oder löschen möchten, müssen Sie lediglich zurück zum Beziehungen-Dialogfeld gehen, das Dokument dort auschecken und die entsprechenden Änderungen vornehmen. Ist doch super, oder? Eine weitere schnelle und einfache Möglichkeit, um Informationen in Emphas zu gruppieren.